Frau Rosa an Monzle. Wir haben die Seite Friedrich Kürzgen mit 1,15,87. Das ist eine Gleichigkeit-Lehre. Ultra eng hier in der ersten Linie. Aber er macht es geschickt, er wartet ganz einfach so gleich nach rechts. Die Rechtskurve durch. So, wie sieht es denn aus mit dem zweiten Anfang? Oben 12,1. Also, es hat eine absolut saubere Linie bemüht. Der Mann, über den ich euch überhaupt nicht viel sagen kann, außer dass er eine Perle mit dem Platz und hier einfach zum Sieg an der Fahrbahn geht. Das Interesse an Technik und an Fahrzeugen allgemein in den Bergrennsportkampf. Kadette in der Limousinenausführer und Ex-Auto von Alexander Hiet, 250 km sind dort bereit. Ein Schlachter, der liegt vor Werner Walzer. Von einem Schlachter müssen wir demnächst sehr live erleben können mit dem BMW 2000. Der sich bei BMW auskennt, der weiß, dieses letzte Sitz von Werner Walzer mit 1,19,64. Ja, ganz schnell die Rückblende auf gestern. Seine Klassen mit Kameraden und Konkurrenten zu verteilen. Bestzeit, klare Klassenbestzeit im Moment aufgestellt von Martin Burke in schwarzen BMW 1,07,78 auf dem Martin. Schauen wir, drücken wir die Daumen, dass er es organisieren kann. Im weiteren Verlauf dieser selektiven 1,64 Kilometer. Und klarerweise Fahrerlassen Meinungen darüber sich entspalten. Die einen